Gut, dann wollen wir mal hier weitergehen und die Aufgabe abschließen. Ah, gut. Ich hoffe, das ist jetzt fertig. Glückwunsch, Harry. Du hast die Aufgabe bestanden. Du hast alle Sterne eingesammelt. 20 Punkte für Gryffindor. Jetzt mach aber, dass du weiterkommst. Yay! Gehen wir hier weiter. Und wo bringen... Oh, zweite Flugstunde. Oh, guck mal, da hinten ist ein Fettsack. Hallo, Hagrid! Da bist du ja. Hoffe, du hast was gelernt im Kräuterkundeunterricht. Muss was mit dir besprechen. Kommst am besten zu meiner Hütte. Geh aber zuerst zum Flugunterricht. Na, lauf schon! Ja, ist ja gut. Aber wo geht's nochmal zum Flugunterricht? Ich glaube... Oh, da guck mal, da liegen Bohnen rum. So. Wieso liegen die hier rum? Einfach so. Hat die da jemand etwa verloren? Ich sammle die doch glatt mal ein. Ne? Hier ganz viele Bonis. So, Bohnen, 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 Bohnen. So, gut. Über 200 haben wir jetzt. Aber jetzt frage ich mich doch tatsächlich, wie es zum Flugunterricht geht. Na, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Da lang vielleicht. Oh ja, hier wartet Ron. Da kommt Neville. Er sieht ziemlich durcheinander aus. Am besten, du gehst mal zu ihm und fragst nach, was los ist. Bitte hilf mir! Longbottom hat sich also bei dir ausgeheult. Und du willst jetzt, dass ich dir sein heißgeliebtes Erinnermich zurückgebe? Ich glaube, ich verstecke es irgendwo, wo Longbottom es sich dann selber holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Glaubst du etwa, du kriegst mich? Dann komm doch, Potter! Oh Mann, dieser Malfoy, der regt mich schon irgendwie auf. Gib mir Nevilles Erinnermich zurück, Malfoy. Ich Du darf willst das Erinnermich fliegen. zurück? Dann hol es dir doch. Du solltest immer schön nach meinen Klatschern ausschauen, ausschauen, aus. Oh. Wartet, wartet, ich muss es hier erst wieder draufkriegen. So fliege ich schneller. Wow. Alter, das ist ja hier... Wow, wow. Aua, au, das war hier... Au, au, Bäume. Oh, jetzt habe ich ihn überholt. Das wollte ich ja gar nicht. Der muss mich hier wieder überholen. So, ey, dieser Drecksack, gell? So, komm her. So, wow, wow. Okay. Oh nein! Da ist ein Baum. Oh Mann. So, jetzt aber. Ich schnapp mich dir. Ja. Hab ich ihn wieder gehabt. So, komm, Malfoy. Ich krieg dich, Junge. So, Sturzflug. Oh, da war ein Busch. Ah. So, komm her, du Drecksack. Wow. Ah, nein, 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 aua. Alter, Alter, das war jetzt hier mies. Ja! Yes! Du hast meinen Besen kaputt gemacht, Potter! Mi, mi, mi! Dafür wirst du noch bezahlen! Hier, nimm das doofe Ding. Ich kann es sowieso nicht brauchen. Oh, Mann! Okay. Jetzt habe ich dem Longbottom seinen Teil da wieder geholt, dem Neville. Und habe übelsten Schaden bekommen. Du hast meine Erinnerung zurückgeholt. Danke, Harry. Jetzt kann ich endlich meine Kröte wiederfinden. Komm her, Trevor. Komm zurück. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe Trevor in der Nähe des Unterrichtsraums für Kräuterkunde gelassen. Es gibt dort Pflanzen, die Kröten verspeisen. Oh mein Gott. Wie kann man nur so... Harry, ich bin Professor McGonagall, stellvertretende Schulleiterin von Hogwarts und Hauslehrerin von Gryffindor. Obwohl ich nicht mit deiner Jagd auf Malfoy einverstanden bin, muss ich doch zugeben, dass du über ein bemerkenswertes Talent verfügst.
Normalerweise dürfen Erstklässler nicht an Quidditch-Spielen teilnehmen. In deinem Fall werden wir diese Regelung jedoch noch einmal überdenken. Harry, das erste Quidditch-Spiel dieser Saison findet heute Nachmittag statt. Das Gryffindor-Team tritt gegen das hervorragende Team der Slytherins an. Wir sehen uns dann später. Okay, ist ja klar, ne? Ich habe noch nie dieses Spiel gespielt und sollte es auf einmal spielen. Naja, unsere Aufgabe ist jetzt zu Hagrids Hütte zu gelangen. Und das machen wir direkt einmal. Oh, was ist jetzt los? Ja, hier. Oh, hier geht's durch den fetten Baumstamm. Das ist ja mal cool gemacht, ne? Ein fetter, fetter Baumstamm. Wow, hier muss ich abspringen. Ich hab's gewusst, dass man das machen kann. Irgendwie hatte ich das so im Gefühl. Oh, da oben ist eine Kiste. Wie komme ich an die Kiste ran? Wisst ihr was? Macht einfach. Komme ich da nicht hoch? Mist, Mist, Mist. Irgendwas macht hier Geräusche. Wow! Kiste, öffne dich mal bitte. Oh! Oh! Guck mal da! Das hätte ich jetzt nicht gefunden, wenn ich rückwärts gelaufen wäre. Kann ich hier irgendwas machen, Mann? Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme, Mädels. So. Da hinten rum. Oh oh. Ja, gut, ne? Alter! Okay, hör mal auf. So. Okay, hier. Ah, hier kann ich hochgehen. Oh, das sind Dornbüsche. Na, toll. Oh oh, das schießt Feuer auf mich. So. Gut, schnell hier hoch. Oh oh, oh oh, oh oh, das wird jetzt aua. So, okay, okay, ich krieg das hin. Alles unter Kontrolle. Yay, Bohnen. So, okay, okay, okay. Wow. Na toll. Oh nee, ich verzichte jetzt auf die Bohnen. Ich will lieber hier hoch. Oh oh. Kann nicht zaubern. Ah nee, es geht nicht. Ich wollte springen und zaubern, aber es funzt nicht. So. Ihr Schneckenmann. So, da durch. Und schnell dahin. Gut. Muss ich da was machen? Ja, muss ich. Ah, ja. Das können wir hier drüber. Oh, 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 oh. So, gut. Alle aus. Aua! Ey. Der hätte mich fast noch runtergeboxt. Nein, doch nicht. Ich will die Schnecke. Ja, egal. Nehmen wir die Bohnen halt auch noch. Bleib jetzt mal stehen, Schnecki. Schleimi, oder wie ich dich nennen soll. Oh, ja, du kommst mit wie gerufen, Junge. So. Wunderbar, ne? So. Und jetzt, wie rumspringen? Ich springe einfach mal in diese Richtung. Yay. Yay. Und yay. Okay, und jetzt spring mal darum. Vielleicht ist da irgendein Geheimnis. Nee, schaut nicht so aus, aber Wurst jetzt. Gut, und woppa. Und woppa. Und hier speichern. So, gut. Alter, die treffen mich immer noch, obwohl die... So, okay. Ah, da ist ein Flipendo. Was ist jetzt passiert? Oh, der Baum... Ey, ist das cool gemacht, Leute. Also wirklich, für das, dass das Spiel hier von 2001 ist, finde ich das irgendwie voll toll. Muss ich sagen. Daumen hoch für dieses Spiel. Wow. So. So, gut, 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 gut. Oh, oh. Das wird jetzt... Aua. Wartet.
Na toll. Die hören sich irgendwie an wie so kranke Hunde. Wow. Und jetzt? Wow. Gut, schnell da hochgehen an der Seite. Wow. Auf geht's. Guck mal, wie der verkrüppelt immer springt, Mann. Oh, oh, da ist noch so ein Teil. Aha. Na gut, macht mir nichts. Okay, hier geht's rein. Und was ist das? Was ist hier? Ah, okay. Ja, eine Missbildung. Oh, so, da durch. Und eine Kiste! Bestimmt eine Bildkarte drin, bitte. Ja, ich hab's gewusst. So, Bildkarte. Zeig, was du kannst. Hallo? Ja, ja. Ich liebe irgendwie Bildkarten. Wow. Okay, gucken wir auch gleich mal an ins Folio Magi. Da ist er nicht dabei. Oh, der war ganz hinten. Das ist nämlich Herpo, der üble Grieche. Er schuf den ersten Basilisk. Oh. Wow. Cool, dass wir so einen finden hier. Hätte ich irgendwie nicht gedacht. Okay, da hinten scheint noch eine Kiste zu sein. Ich sag was, auf die Kiste verzichten wir. Wir gehen gleich zu Hagrid. Nehmen hier eine Abkürzung und verzichten auf die Schnecken. Machen hier erstmal Alohomora. Nee, geht nicht. Oh, die Tür öffnet sich von alleine. Wow. Harry, hier drüben. Komm mal vorbei. Ich muss dir etwas in meiner Hütte zeigen. Übrigens Glückwunsch, dass du es ins Quidditch-Team geschafft hast. In Hogwarts spricht sich alles schnell rum. Willkommen in meinem Zuhause, Harry. Ist zwar klein, aber bestimmt geräumiger als dein Schrank unter der Treppe, ne? Kann dir jetzt zeigen, worüber ich mit dir sprechen wollte? Ist ein Drachenei, Harry. Vergiss nicht, ist unser Geheimnis. Das Ei ist im Moment in einem heiklen Zustand. Kann es nicht hier allein liegen lassen. Aber ich brauche ein paar Feuersamen, um es so weit zu wärmen, dass es schlüpft. Harry, kannst du mir ein paar Feuersamen holen? Züchte sie in Höhlen draußen im Garten. Musst so viele Feuersamen holen, wie du finden kannst. Sei vorsichtig, die Pflanzen spucken Feuer. Die Samen sind heiß. Lass sie abkühlen, bevor du sie aufhebst. An die Arbeit. Na gut, also der Hagrid macht nur illegale Sachen hier. Hat ein Drachenei. Darf man ja gar nicht. Gut, was können die Schweine? Wartet mal. Mit denen kann man doch was machen. Glaube ich. Na komm, lassen wir erstmal. Können wir ja wann anders machen. Laufen hier jetzt erstmal raus und versuchen seine Feuersamen hier zu bekommen. Wow! Das war ein Reflex. Das war ein guter Reflex, Leute. So. Gut, das sind Schnecken, die rasen hier rum wie Formel 1 Fahrer irgendwie. Wow! So. Weg mit, ne? Ja, ist auf jeden Fall eine coole Landschaft hier. Und was ist da los? Okay, das sind wieder solche Fliegeviecher. Okay, komm her. Wop. So, da... Oh, ich hol mir jetzt erstmal hier den Frosch. So, komm her, Frosch. So. Gut, dann springen wir noch auf die andere Seite. Ja, gut, es hat geklappt. Hey, klasse. Woppa. Wie ich es gewusst habe. Das ist ja alles so typisch versteckt, das ganze Zeug. Da, wo man halt Verstecke versteckt, sind die ganzen Sachen. So, ist da drüben auch nochmal was? Nein, nicht mehr, aber... Ja,
Gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein und checken die Lage. So, die Schnecken hier, die gehen mal... Wow! Die sind schon etwas gefährlich, finde ich. So, gut. Oh, hier ist eine neue Aufgabe. Wow. Moment, wow. Ich springe jetzt erstmal auf die andere Seite und dann checke ich die Lage. Oh, das war knapp. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dann, euer Basti. Ciao.